Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Let's Play Part von The Night of the Rabbit. Wir sind jetzt ein bisschen anderen Ort, aber ich wusste nicht, wie weit es geht, wie weit das geht. Aber wir haben hier eine Harke. Das ist aber eine harte Harke. Die gehört wohl der Hasenfamilie. Die könnte noch nützlich werden. Hey du! Was machst du da mit unserer Familienharke? Ich leihe sie mir nur kurz aus. Letzte Nacht hat der Wind so viele Blätter auf unseren Rasen geweht. Aha, also gut. Na dann mal los, das Laub hakt sich nicht von alleine. Oh mein Gott. Fiese Idee, aber könnte klappen. Ja. Dann nehme ich jetzt den Kobold hier rüber locken. Dann wird er nämlich drauf treten und die Werkzeuge fallen lassen, die wir dann den Igeln geben. Dann haben wir das Boot und bla bla bla. Da ist er. Da ist er wieder. Sie jagen den Falschen. Ich hab nichts getan. Vermaledeite Polizei. Jetzt ist er schon wieder entwischt. Und weiter geht's. Und zwar da lang. Da tanzt immer noch. Der Kobold müsste eigentlich gleich auftauchen. Und dann... Was für eine Vorahnung. Aua! Das hat gesessen. Ist doch egal. Auf zu den Igelbrüdern. Die werden sich ganz schön freuen, ihr Werkzeug wiederzubekommen. Ja, wissen wir auch nicht. Wir stellen alles wieder zurück. Na, Gronk, nicht so mürrisch. Donnerbalg und Fliegenmist! Lass mich in Ruhe, du Balg! Ja, verschwinde. Mein Kleeblatt kriegst du nicht! Jetzt mal irgendwie Igeln reden und ihr Zeug wieder geben. Ich habe euer Werkzeug. Super, aber solange der Grünhut hier noch rumläuft, bin ich viel zu nervös, das Boot fertig zu bauen. Ich auch. Bitte mach, dass er weggeht. Ja, hey, toll. Oh, Mann. Ich habe Okay. Oh. Soll man damit jemanden rufen? Wie soll ich denn das machen? So, dann wieder Fraps mir leider abgekackt. Tut mir leid. Aber wir werden ja mal. Ja, ich wusste nicht, wie es weitergeht, deshalb. Was für wunderbare Geräusche. Ja, so klingen nur unsere Werkzeuge. Cool. So, der Tunnel ist zu. Und weiter geht's. Den mal verfolgen. Gespräch zu überspringen. Schon wieder entwischt. Ist ja gut. Wir müssen ja sowieso da langen Weg in den Garten von Gronk. Da ist er wieder.
stehen bleiben. Ich stehe auf einem Shamrock. Seine Magie gibt mir Kraft. Ich kann dir machen. Ja, ja. Er ist schon wieder entkommen. Und wieder zurück. Schornstein. Ich wusste doch, dass da was war. Ach, hinter dem Kürbis ist ein Haus anscheinend. Ob der auch hohl ist? Hoppla! Du hast mein Haus zerstört. Klitzeklein, ratzfatz, zu Einzelteilen zerschmettert. Was hab ich dir denn getan? Oh, das war gar nicht meine Absicht. Entschuldigung. Nicht deine Absicht? Das war fahrlässiger Vandalismus! Du willst nur an meinen Kobold-Kobold. Eigentlich wollte ich nur wegen der gestohlenen Sachen. Oh, das war mein Stichwort. Auf Nimmerwiedersehen, du Schnüffler! Oh, wir können sein Kobold-Kobold. Was auch immer. Weg ist er. Nee. Langsam wird das frustrierend. Ist der Grünhut wirklich weg? Da bin ich richtig erleichtert. So ganz leer sieht es irgendwie traurig aus. Ich habe zwar nur versucht, den Dieb zu schnappen, aber das wollte ich doch nicht. Das war ein hübsches kleines Häuschen. Kürbishäuschen. Der Löffel und der silberne Klumpen sind bestimmt auch gestohlen. Immerhin, Kommissar Haselnuss hat heiße Ware sichergestellt. Cool. So ganz leer, das Kürbis. Okay. Es ist vorbei. Der Grünhut ist weg. Hui, bin ich erleichtert. Papa hatte doch recht. Der hat die ganze Zeit in dem Kürbis mit dem Schornstein gewohnt. Und ich hatte mich schon gewundert. Oh, und du hast unser Werkzeug. Los, Bruderherz, wir machen uns besser an die Arbeit. Hier ist das Blattboot. Wie das für aussieht. Spitzweg, bereit, um in See zu stechen. Ist ein U-Boot, oder? Und wie kriegen wir es zu Herrn Spitzweg? Gib ihm doch mal einen kleinen Schubs. Aber... Keine Sorge. Der Kaltwasserbach trägt das Boot bis zur Bachschleuse, wo Spitzweg schon wartet. So, wir haben noch sehr viel zu tun. Wir müssen bald wieder ans Werk. Wir müssen noch ein antikes Schränkchen für unsere Nachbarn renovieren. Ach, das wird ein Spaß. Ich liebe Möbel. Pass aber auf, dass du nicht wieder zu tief schnirgelst. Ja, ja. Ja, ja, so ist es ja nicht. Jetzt können wir auch zu Herrn irgendwas. Großartig. Das Floß ist da. In all den Jahren meiner Reisen bin ich doch immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass man Wohlgesinnte überall auf der Welt finden kann. Man darf nur nicht aufgeben und sollte immer mit offenem Herzen durch die Welt schreiten. Das sollte ich mir notieren. Das klingt nach einem Motto für meine Reise. Jetzt kann ich doch noch rechtzeitig in See stechen. Lichtet die Anker, setzt das Segel.
an die Ruder. Ei, ei. Ruder? Ruder? Ohne Ruder sollten wir nirgendwo hin. Gewässer sind viel zu unberechenbar, als dass man sich darauf verlassen sollte, dass sie einen zufällig gerade dorthin tragen, wo man hin will. Und um sicher zu sein, dass man auch stehen bleiben kann, wenn Bedarf ist, zum Beispiel beim Landgang, bräuchte man auch so etwas wie einen Anker. Aber solange der Wels noch vor der Schleuse schwimmt, ist an Ablegen gar nicht zu denken. Die Welt bietet genug Abenteuer. Da sollten wir uns nicht absichtlich Schwierigkeiten einhandeln. Wir können also erst los, wenn wir einen Anker und Paddel haben und der Bach hier an der Schleuse frei von herumdümpelnden Welsen ist, ja? Ja, dann beginnt unsere große Reise. Hoffentlich. Oi, oi, oi. Das ist Spitzwegs traditionelles Mauswalder Blattfloß. Er hat gesagt, dass ich mit ihm fahren darf, aber noch können wir wohl nicht ablegen. Was ist das? Kobold und Kam. Kobold, Kobalt. Da tümpelt und dümpelt ich. Geh wieder zurück. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Ich gehe mal da rein ins Rathaus nochmal. Was genau soll ich jetzt tun? Laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das Wipfelfest alleine treffen. Grün, Schnabel, vor deiner Ausbildung musst du Einladungen verschicken und Blausaft und Backwerk für das Fest. So will es die Tradition. Was? Herr Alt, das Uhupfen. Nein, nein. Das Wipfelfest wird traditionell für jeden neuen Baumläuferlehrling veranstaltet, wenn er seine Ausbildung abgeschlossen hat. So war es früher und so ist es heute. Uhu. Vielleicht war ich wirklich schon zu. Was ist das? Uhu. Das ist Magie. Und eine Einladung für das Wipfelfest aus ihrem Stadtarchiv. Mehr als 90 Jahre alt. Siehst du? Die Sau. Cool. Jerry, nimm die Einladung. Außerdem diese magische Briefmarke. Wozu die Briefmarke? Das wirst du herausfinden, wenn du sie auf einem Umschlag aufbringst. Aber klebe sie nur auf den Umschlag mit einer Einladung da. Verschicke Einladungen an alle Mauswalder. Denn wenn du deine Ausbildung abgeschlossen hast, ist Wipfelfest. Wende dich am besten an Plato, unseren Postboten. Er kann die Einladungen für dich verteilen. Wenn du Hilfe brauchst, frage die Mauswalder. Wenn du wirklich feststeckst, benutze diesen ersten kleinen Zauber. Okay. Wie funktioniert das? Mit dem Ratersuch kannst du in Gedanken mit mir in Verbindung treten. Und ich werde dir einen Hinweis geben, der dir hoffentlich weiterhelfen kann. Zusammen mit deiner Münze. Das werden wir überhaupt nicht aus. Die sich dir stellen werden, mit Zuversicht entgegen. Ich werde hier auf dich warten, Jerry. Cool. Ich mach mich dann mal wieder an die Arbeit. Viel Erfolg! Jonathan. Kritik matt wie grüb. Genau. Oh, fuck. Eine Uni. Ehrlich. Mo. Ja, ist ja gut. Ich möchte mal hinter das Rathaus nochmal. Ich möchte mal in unserem Haus ist viel. Das sind aber in uns. Oh Gott. Noch viel zu viel zum Entdecken.
Ich laufe gerade irgendwie falsch. Nee, da. Hier kann man das. Ich würde so. Oh Mann, Leute. Entweder hänge ich gerade irgendwie fest oder ich hänge gerade irgendwie fest, weil der Briefbote ist ja nicht da, Postbote. Ein Horn in der Mitte des Platz, soll man da. Ja, dann benutze ich es doch. Ich weiß es nicht. Jerry, laut Tradition muss der Schüler die Vorbereitungen für das deine magische Auto. So, ich beneide, doch es gibt also ganze Welten. So viele. Ich war. Oh. Also nichts, was wir schon nicht schon entdeckt hätten. Was gibt's hier oben? Was gibt's denn noch? Meine Glücks der Marquis. Die Maus ist ganz. Diese große Blume. Hey, ich bin. Diese. Was für eine Map der. Oh, jetzt. Oh, warte mal. Will mal was probieren? Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und er hat mal was anderes probieren. Das wäre Lolli. Oh ja, das wäre Lolli-Verschwendung. Ein so süßen Kleinen. Die weint doch die ganze Zeit. Oh, braucht Lolli. Das wäre Lolli-Verschwendung. Und ich weiß nicht, wie der Postbote kommt auch nicht irgendwie. Nein. Der Marquis sagt, ich darf sie nur auf einen verschlossenen Umschlag. Ich frage mich. Die ist antik. Die muss man gut behandeln. Da ist ein. Wie? Aus der. Was machen wir mit dem Ding dann? Ich habe so viel Zeug, was wahrscheinlich nichts bringt. Ich habe einen Nagel. Wo habe ich einen Nagel? Oh Gott. Oh Gott. Extravagant. Das wäre Lolli-Verschwendung. Das wäre Lolli-Verschwendung. Oh, halt mal. Wir können ja vielleicht die Kleine mal anlocken. Diese Tochter von der großen Eule. Nehme ich an. Oder ich weiß nicht genau. Diese Nichte. Weiß ich nicht. Das machen wir auf jeden Fall noch. Und dann machen wir eine kleine Pause. Ich muss nur wieder rauskommen. Das wäre Lolli-Verschwendung. Oh. Das wäre Lolli.
wäre... Das wäre Lolli... Irgendwas, was wir hier... Das bringt nicht. ...ins Feuer werfen können vielleicht. Irgendwas. Das muss nicht... Das bringt nicht... Das wäre Lolli verschwenden. Okay, ich würde mal sagen, an dieser Stelle sehen wir uns wieder im nächsten Part. Bis dann!